Wenn du da als Dieselfahrer dieses Video guckst und dich darüber aufregst, dass wir so viel Kobalt in den Batterien haben, du brauchst für deinen Liter Diesel auch Kobalt und den verbrennst du mit, dann ist er nämlich weg bei uns im Elektroauto, da bleibt er drin. Hallo, herzlich willkommen. Hier ist wieder Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Vielen Dank, dass ihr zu diesem neuen Video eingeladen habt. Jungs und Männers unter euch, habt ihr euch heute schon rasiert hier mit so einem Rasierer? Ich hoffe nicht. Oder habt ihr euch vielleicht irgendwie mit so einem Bartschneider irgendwie heute schon bearbeitet, um euch hübsch zu machen? Na, ich hoffe natürlich auch nicht. Oder habt ihr vielleicht heute schon mit eurer Fernbedienung hier vielleicht eure Musikanlage angemacht oder euren Fernseher benutzt? Na, ich hoffe doch erst recht nicht. Warum? Geht alles gar nicht. Ja, ist doch alles schlimm. Sind doch überall Batterien drin hier. Ja, und deswegen ist ja auch das Elektroauto so schlimm. Ja, das Elektroauto ist nämlich richtig böse. Das Elektroauto ist richtig böse, weil da sind Batterien drin. Und Batterien, das wisst ihr alle, die brauchen Rohstoffe und die müssen aus der Erde geholt werden und die müssen mit viel Energieeinsatz verarbeitet werden. Und deswegen, klar, Elektroautos, das geht schon mal überhaupt gar nicht. Das ist total böse. Habe ich mir auch gedacht. Und dann ist mir irgendwie so in den letzten ein, zwei Tagen so ein Gedanke durch den Kopf gegangen, wo ich mir gesagt habe, also sowas hier zum Beispiel, das kennt ihr, ne? Das ist so eine klassische Nickel-Metallhydrid-Akkuzelle. Davon habt ihr bestimmt auch ganz viele zu Hause, hoffentlich auch ein vernünftiges Ladegerät, damit die möglichst lange leben. Und so eine Nickel-Metallhydrid-Akkuzelle steckt zum Beispiel hier in meinem Wecker. Ne? Hier hinten drin, ne? Steckt die drin und damit läuft der. Naja, eine Batterie in einem Wecker, das kann ja so schlimm nicht sein. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, was habe ich denn alles so zu Hause für Geräte, die mit Batterien laufen, beziehungsweise mit Akkus? Ich habe versucht, möglichst viel schon auf Akkus umzustellen. Und ich kann euch sagen, ich zeige euch gleich mal, ich war echt überrascht, wie viele Dinge wir inzwischen mit Batterien und mit Akkus betreiben. Ganz kurz vorneweg, bevor ich euch mal so eine Auswahl zeige und ihr dann auch mal mitdenken könnt und mit überlegen könnt, natürlich, was bei euch zu Hause alles so für batteriebetriebene Geräte irgendwie im Einsatz sind. Ganz kurz zur Erklärung. Also das hier, das kennt ihr alles, das ist so eine klassische Nickel-Metallhydrid-Akkuform, Bauform AA. Das ist so in ganz, ganz vielen Geräten drin. Ich habe hier zum Beispiel auch noch in der Fernbedienung von unserem Fire TV-Stick, habt ihr bestimmt vielleicht auch zu Hause. Ja, da sind auch Nickel-Metallhydrid-Akkus drin. Und das sind, ich hoffe, das könnt ihr erkennen, das ist die Bauform AAA, also etwas kleinere. Und dann gibt es die natürlich auch noch in größeren Bauformen. Das ist so der klassische Akkutyp, wird häufig als Batterie bezeichnet, aber es sind natürlich Akkus, das ist klar. Ist zum Beispiel auch drin hier, genau die gleiche Batterie. Batterietyp ist auch hier drin, ja, in meinem kleinen Präsentationspointer, den ich beruflich brauche. Auch hier sind diese Batterien selbstverständlich drin, ja, ist ganz normal. Und wenn die leer sind, was macht man damit? Man lädt die natürlich auf. So, Nickel-Metallhydrid-Batterien, kennt ihr, sind fast allen Geräten drin. Ich zeige euch gleich noch ein paar mehr. Übrigens auch in den Hybridfahrzeugen von Toyota. Dort sind auch Nickel-Metallhydrid-Akkus drin. Und auch der EV1, der alte EV1 von, oh Gott, war das Chevrolet? Ich weiß gar nicht mehr. Schreibt es mal in die Kommentare. Der damals gecrashed wurde, weil er einfach zu gut war, hatte auch Nickel-Metallhydrid-Akkus übrigens drin. Dann das, worüber wir beim Thema Elektromobilität häufig reden, sind zum Beispiel solche Zellen hier, das sind 18650er Zellen. Dieser Begriff 18650 bezieht sich einfach auf die Dimensionen, also Durchmesser und Höhe. Und das ist hier so ein Lithium-Ionen-Akku, der hier zum Beispiel in meiner Taschenlampe drin steckt. Ja, habt ihr bestimmt zu Hause auch, vielleicht größere Taschenlampen, wie auch immer. Und wenn man das aufschraubt, hier, ja, da ist so ein Lithium-Ionen-Akku drin. Ja, und diese Akkus genau in dieser Bauform,
Ja, die sind übrigens auch bei euch in eurem Laptop drin und die sind zu Hunderten oder sogar zu Tausenden zum Beispiel in den Tesla-Fahrzeugen drin. Ja, genau diese Form hier. Also es ist diese Form, es ist nicht genau diese Chemie, aber es ist genau diese Form. Tesla hat natürlich zusammen mit Panasonic und diese Chemie deutlich weiterentwickelt, aber diese Bauform ist hier drin und die Idee war ja damals genau diese klassischen, ich sage jetzt mal Laptop-Akkus zu verwenden, weil sie halt da und billig waren. So, wo haben wir denn noch Akkus drin oder welche Bauform von Akkus ist jetzt noch wichtig, bevor wir uns mal die unterschiedlichen Geräte angucken? Und zwar Knopfzellen. Ja, gut. Knopfzellen hier. Ich habe hier mal so einen typischen Vertreter von so einer Knopfzelle. Das ist eine Knopfzelle 2025. Und ganz häufig werden auch hier diese Knopfzellen in dieser Bauform verwendet. Das sind nämlich diese ganz klassischen CR2020. Und die stecken zum Beispiel wahrscheinlich bei euch in der Autofernbedienung drin, ja, um euer Auto auf und zu machen. Stecken auch in anderen Geräten drin. Ja, also schaut, lasst uns doch jetzt mal gucken, wo ich überall solche Geräte gefunden habe. Und ich kann euch nur sagen, ich habe irgendwie ganz schön Augen gemacht. Bis gleich. Dann machen wir doch mal so einen kleinen Schwenk darüber, was ich so gefunden habe. Und ich sage euch jetzt schon, das sind lange nicht alle. Also ganz klar, der absolute Klassiker, zum Beispiel Laptop, ja, Lithium-Ionen-Batterie hinten drin. Dann, wenn ich hier so weiter gucke, habe ich hier zum Beispiel ein Smartphone, ja. Auch die DJI, mit der ich gerade filme, ich habe gerade die von Steve ausgeliehen, aber das ist meine eigene. Die geht nämlich morgen hier zu einer Bekannten, die damit ein Video vom Xeon machen möchte. Da ist auch eine Lithium-Ionen-Batterie drin. Und zwar, wenn man sich das mal anguckt, steckt hier ziemlich genau eine 18650 Zelle drin, die ist mit Sicherheit hier ganz genauso eingebaut, ja. So, was haben wir denn dann noch? Powerbanks zum Beispiel in allen möglichen Größen, ja. Auch hier ist eine Lithium-Ionen-Batterie eingebaut, ja. Powerbanks habt ihr garantiert zu Hause auch, wahrscheinlich viele davon oder einige zumindest. Dann hier auch in diesem Bartschneidegerät ist garantiert auch eine Lithium-Ionen-Batterie eingebaut, weil es steht nämlich drauf 4,3 Volt. Und wenn ich mir einfach diese Bauform dieses Gehäuses angucke, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass hier genau so eine Zelle eingebaut ist. Ja, das ist mein alter Rasierer. Hier ist eine Nickel-Metallhydrid-Batterie beziehungsweise Akku eingebaut. Steht drauf, der Entsorgungshinweis. Dann hier habe ich so ein Gerät für Knopfzellen. Das ist die Fernbedienung von unserer Musikanlage. Die habe ich euch schon gezeigt. Nickel-Metallhydrid-Akkus eingebaut, Taschenlampe, Pointer. Hier haben wir den Steckakku, beziehungsweise die Stecklampe von meinem Sohn fürs Fahrrad. Hier ist auch ein Lithium-Ionen-Akku eingebaut. Dann habe ich den Wecker euch gezeigt. Dann ganz wichtig natürlich alle möglichen Baugeräte. Ihr habt garantiert auch hier so einen Akkuschrauber bei euch zu Hause. Und hier, ich hatte den mal offen, den alten. Hier ist auch so eine Batterie eingebaut. Ein Stück davon ist hier eingebaut. Ja. Dann zum Beispiel hier solche tragbaren Lautsprecher. Da sind auch Lithium-Ionen-Batterien eingebaut. Dann habe ich hier zum Beispiel ein Blutdruckmessgerät gefunden. Hier sind zwei Nickel-Metallhydrid-Akkus drin. Das hier ist jetzt hier so ein Entfernungsmessgerät. Hier ist auch hinten noch eine Batterie eingebaut, aber die kann man natürlich auch gegen einen Akku austauschen. Das werde ich auch machen, wenn die irgendwann mal leer ist. Dann habe ich hier so ein Multimeter, das kennt ihr von euch zu Hause garantiert auch. Da ist natürlich auch, hier ist auch schon ein Akku drin, ja, das benutzt man. Und das muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich noch nicht mal ausgepackt, ein Feuchtigkeitsmesser. Und was sieht man hier? Knopfzellen sind drin eingebaut. Und ich kann euch sagen, das alles hier ist nur ein winziger Ausschnitt von dem, wo wir überall Batterien und Akkus im Alltag nutzen. Ist doch ein Wahnsinn, oder? Aber warum zeige ich euch das jetzt alles? Ihr werdet jetzt sagen, was hat das denn alles mit Elektroautos zu tun oder habt ihr es schon erraten? Mir geht es nämlich heute um Batteriehysterie. Also, was ich vorhin angesprochen habe, was viele Leute glauben, das Elektroauto ist böse und da sind die vielen bösen Batterien drin. Und es wird geschimpft und es wird gemeckert und das geht alles nicht und so. Und es wird Wasser verbraucht und so weiter und so fort zur Herstellung der Batterien. Und dann kann ich inzwischen nur sagen, ich habe echt keine Lust mehr mit euch zu diskutieren, also nicht mit euch, aber mit Leuten, die dagegen sind, dass wie hoch jetzt der CO2-Ausstoß ist, um so eine Lithium-Ionen-Zelle herzustellen und das ja beim Benzin, das fällt ja auch nicht vom Himmel, weil nämlich alle die genauso argumentieren und sagen, wie schlimm das alles ist, die haben alle solche Geräte hier zu Hause. Und ich wette, dass sich keiner von denen auch nur jemals irgendwann mal Gedanken darüber gemacht hat, dass letztlich in all diesen Geräten, die wir hier benutzen,
ja, vor allem sowas hier, ein Smartphone, ja, überall dort stecken solche Batterien drin, Lithium-Ionen-Batterien stecken da drin, Nickel-Metallhydrid-Akkus stecken da drin, Knopfzellen und so weiter, Knopfzellen insbesondere, die sind alle hier, schaut mal, ja, könnt ihr das sehen, was da drin ist? Lithium ist da drin, ja, und da kann ich nur sagen, ich zeige euch nachher nochmal, oder Steve blendet das ein, hier neben mir vielleicht mal diese Liste, die ich gemacht habe. Ich habe gestern mal eine halbe, dreiviertel Stunde gesessen und habe mir versucht, so eine Liste aufzustellen, was es alles für Geräte gibt. Da sind ja Geräte, die ich selbst nicht kannte, zum Beispiel mobile Poliermaschinen, ja, für Leute, die Wärmedämmungen herstellen und nachher schleifen und polieren müssen, ja, für die Feuerwehr und alles Mögliche. Also es ist eine riesige Menge an Geräten und das Schlimme ist, kein Mensch regt sich darüber auf. Ich habe noch nie den irgendwelche Umweltverbände, Bürgerinitiativen, Politiker oder was auch immer irgendwo gesehen, die sagen, ja, das geht aber nicht hier. Also hier so eine mobilen, sowas hier, ja, so ein Akkuschrauber hier zum Beispiel. Ja, das geht überhaupt gar nicht. Da sind ja diese bösen Lithium-Ionen-Zellen drin. Wie kann man denn sowas nur auf den Markt bringen? Oder eine Taschenlampe oder sowas hat doch garantiert auch jeder inzwischen irgendwie so eine Box hier, die man mit sich herumtragen kann. Ja, ich sehe doch die Jugendlichen jeden Morgen auf dem Fahrrad und die haben diese Dinger dabei und machen Sound damit. Ja, ist ja auch in Ordnung. Also ich glaube, wir müssen einfach hier mal ein bisschen die, wie man so schön sagt, die Kirche im Dorf lassen und sagen, jetzt bin ich mal ganz krass und sage, also wer gegen ein Elektroauto ist, weil dort so viele Lithium-Ionen-Batterien drin sind, der möchte bitte bei sich zu Hause erstmal alles aussortieren, wo Batterien drin sind und dann können wir vielleicht weiterreden. Ich will damit nicht die Probleme verharmlosen, die im Moment zum Teil noch bestehen, um diese Batterien herzustellen. Egal, was das für eine Batterie ist, natürlich gibt es Probleme. Aber letztlich das wieder dem Elektroauto anzuhängen, ist totaler Quatsch, wenn man sich einfach mal anguckt, was wir alle hier für eine Dinger mit Batterien zu Hause rumzuliegen haben. Lasst uns zum Schluss noch mal ganz kurz gucken, wofür Lithium und Kobalt eigentlich eingesetzt werden. Ich fange mal mit Lithium an. Wir blenden mal die Grafik ein. Ich mache mir mal parallel dazu mein Bild auf dem Laptop auf. Deswegen gucke ich mal ganz kurz hier auch ein bisschen beiseite. Und da seht ihr natürlich klar, ungefähr 27%, also etwas mehr als ein Viertel des Lithiumbedarfs wird für Batterien verwendet. Ein Beispiel, so eine Knopfzelle hier, so eine Lithium-Knopfzelle, hat zum Beispiel mein Schwiegervater in ganz klein in seinen Hörgeräten drin. Wahnsinn, was man heute machen kann, ja. Aber er muss die Dinger jeden Tag tauschen. Er muss jeden Tag neue von diesen Lithium-Ionen-Knopfzellen, Lithium-Zellen in seine beiden Hörgeräte einsetzen, damit wir uns vernünftig unterhalten können. Und es ist ein Segen, dass es das gibt. Das ist super für ihn. Er ist Musikliebhaber und so weiter. Aber er produziert natürlich auch eine Menge Müll damit. Ja, aber kein Mensch regt sich darüber auf. Ja, es ist verrückt irgendwie. Ja, dann natürlich Glas und Keramik. Ja, seht ihr in der Grafik hier 30% des Lithiumbedarfs wird für Glas und Keramik verwendet. Also wenn ihr das nächste Mal euch ein Glas Wasser auftut oder einen Keramikteller verwendet, dann denkt bitte dran, schimpft nicht über das Elektroauto, weil in eurem Teller und eurem Glas, da ist auch Lithium drin verwendet worden. Schmiermittel ist noch so ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ich höre schon wieder die Verbrennerfahrer rummeckern, aber gerade in euren Autos braucht es jede Menge Schmiermittel und dafür braucht man Lithium. Ja, das ist natürlich irgendwie blöde, ne? Dass man über Lithium in Lithium-Ionen-Batterien meckert, gleichzeitig aber vielleicht am Wochenende mit Taschenlampe und Akkuschrauber in sein Auto eine neue Soundanlage einbaut, aber gleich und Schmiermittel braucht, aber über E-Autos rummeckern, das geht, ne? Das ist natürlich totaler Quatsch. Ihr könnt noch sehen, was hier drin ist. Klimaanlagen auch, ja? Ich habe ein bisschen geguckt, also in Adsorptionsklimaanlagen wird Lithium verwendet, ja? Kunststoffe zur Aluminiumherstellung, für Medikamente und so weiter. Also Lithium, es gibt wirklich jede Menge Anwendungen für Lithium. Klar ist der Bedarf für Lithium wird wachsen, aber so wie das auch bei normalen Batterien ist, wo heute, also diesen, sagen wir mal hier zum Beispiel diese Nickel-Metallhydrid-Batterien, wo das Recycling geklärt ist, wir geben euch einen Link dazu rein, wird auch das Recycling von Lithium geklärt werden, weil das geht ja technisch, es ist nur eine Frage einfach, ob es wirtschaftlich ist, ja? So, dann gucken wir mal gemeinsam bitte auf die Verwendung von Kobalt. Und das hat mir besonders Spaß gemacht, weil Kobalt ist ja so ein Riesenthema. Und auch hier sehen wir natürlich, ist klar, ihr seht es in der Grafik, 42% des Kobalts wird auch wieder für Batterien, für Lithium-Ionen-Batterien verwendet. Da ist Kobalt drin. Wir wissen natürlich inzwischen auch, der Anteil von Kobalt, der wird immer weiter nach unten gehen. Ich nehme jetzt mal diesen US-amerikanischen Hersteller Tesla, der seinen Kobaltgehalt in seinen Lithium-Ionen-Zellen schon auf 2,8% runtergebracht hat und
wahrscheinlich in den nächsten paar Jahren auch auf Kobalt komplett verzichten wird, was natürlich gut ist, das ist doch gar keine Frage. Die Entwicklung geht doch weiter, ist gar keine Frage. Übrigens ganz interessant, war mir ehrlich gesagt, muss ich gestehen, als 10 Jahre alter Prius-Fahrer auch nicht bewusst, ich lerne sehr gerne dazu, in Nickel-Metall-Hydrid-Akkus, also diesen klassischen AA-Akkus hier, da ist auch Kobalt drin. Das heißt also auch in den Hybrid-Batterien, die auf Nickel-Metall-Hydrid-Basis funktionieren, ist ebenfalls Kobalt drin. Ich habe mal Toyota darauf angeschrieben, der hat gesagt, jawohl, da ist Kobalt drin, wir versuchen auch den Kobaltgehalt immer weiter zu verwenden, zu verringern. Gut, was haben wir noch? Superlegierungen braucht man zum Beispiel in der Flugzeugindustrie, in Gasturbinen und so weiter. Hartmetalle, Hochleistung, Schnellschnitt, Stahl, Färbemittel. Färbemittel ist klasse, ja. Habt ihr vielleicht gerade blaue Fingernägel oder verwendet ihr vielleicht, tragt ihr vielleicht ein blaues T-Shirt, eine blaue Boxershorts oder die Ladies unter euch, habt ihr vielleicht blaue Fingernägel lackiert oder habt ihr ein blaues Geschirr, dann ist Kobalt verwendet worden, ja. Kobalt brauchst du übrigens auch, um Kraftstoffe zu entschwefeln und wenn du da als Dieselfahrer dieses Video guckst und dich darüber aufregst, dass wir so viel Kobalt in den Batterien haben, du brauchst für deinen Liter Diesel auch Kobalt und den verbrennst du mit, dann ist er nämlich weg bei uns im Elektroauto, da bleibt er drin. Elektrolyse in Katalysatoren ist Kobalt drin, ja. Sollte man sich als Verbrennerfahrer auch einfach mal zu Gemüte führen und sagen, okay, auch in meinem Fahrzeug sind eine Menge von diesen Materialien drin. In Magneten, für Plastikherstellung, für Künstlerfarben, für Textilien, für Futtermittel und so weiter. Ihr könnt euch diese Grafik selber angucken. Ich bin mir sicher, es gibt verschiedenste von diesen Grafiken. Die sind auch in den Prozentanteilen alle ein bisschen unterschiedlich. Sie sollen aber einfach mal ganz deutlich zeigen, worüber wir reden. Wir reden nämlich darüber, dass Lithium und Kobalt in allen möglichen Geräten drinstecken, die wir zu Hause haben. Ich halte hier nochmal ein paar hoch. Ja, überall wird das verwendet. Und bitte, 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 es geht darum, dass wir die Förderbedingungen optimieren und nicht, dass wir darüber meckern, dass es überhaupt drin ist. Weil so ist einfach unsere Gesellschaft. Wir wollen ja auf diese mobilen Geräte auch nicht verzichten. Das wollte ich einfach mal loswerden. Jetzt muss ich diesen ganzen Kram an Geräten, die ich hier gefunden habe, mal wieder aufräumen und an die ganzen Stellen im Haus verteilen, wo ich sie hinher habe. Vielen Dank, dass ihr zugeguckt habt. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant für euch. Wenn ihr es blöd fandet, gebt mir einen Daumen nach unten. Wenn ihr es gut fandet, gerne einen Daumen nach oben. Abonniert unseren Kanal, aktiviert die Alarmglocke, damit ihr informiert seid, wenn es von uns neue Videos gibt. Und nicht vergessen, sonntags sind wir immer live auf Sendung von 19 bis 20 Uhr. Schaltet doch einfach mal rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Julian sagt ciao. Ciao.